Yo Freunde und herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf FIFA-Plays.de und es ist mal wieder Zeit für eine FC-Reaction. Ja, wir spielen auswärts beim FC Bayern München, verlieren mit 5:1. Ja, über das Spiel selber gibt es glaube ich nicht so mega viel jetzt zu sagen, also dass du in München verlierst und auch mal hoch verlierst, ist jetzt glaube ich nichts Besonderes, also war zu erwarten auf jeden Fall. Boateng macht halt einen Bock, wodurch Skiri zwar mit einem guten Abschluss, aber dann das Ehrentor für uns macht, wenn man so will. Ja, und ansonsten, ja, hätte man natürlich in Person von Dominik Drexler auch gern mal das Geschenk annehmen können. Wenn man aber mit dem Kopf woanders ist, dann ja, kriegt man auch einen Ball aufs leere Tor nicht rein und schießt da gegen den Pfosten. Ja, aber wie dem auch sei, klar verloren, war zu erwarten und ja, wo ich auf jeden Fall viel, viel mehr drüber reden will und was für mich halt viel, viel wichtiger ist, was ich schon seit Wochen sage und vielleicht wird der ein oder andere jetzt von euch wieder sagen, der Mann, der ist nur am Meckern, der ist immer nur am Draufhauen, aber Freunde, es ist einfach Fakt, man hat auch heute wieder gesehen, dass unser Trainer unfähig ist und nichts kann. Du holst einen neuen Stürmer, den tust du nach nur 2 Trainingseinheiten damals direkt rein, sagst, oh, der Junge, der ist ja gar nicht in das Spiel eingebunden. Der hat ja gar keine Laufwege. Der passt ja gerade so gar nicht ins System. Der weiß ja gar nicht, wie der sich verhalten will. Wechselst ihn aber dann in jedem Spiel aus, Digga. In jedem Spiel. Wie kannst du mit Spielern so umgehen? Ich kann euch mal ein Gegenbeispiel sagen. Bei einem Modest hat er immer gesagt, ja, Toni kommt noch, Toni muss dranbleiben, Toni arbeitet im Training hart. Wenn er mal Tore macht, dann ist er wieder da. Wir müssen an ihm festhalten. Ich bin einfach der festen Überzeugung, dass dieser Trainer, dass Markus Gisdol, ein Trainer ist, der nur nach Sympathie aufstellt und du bei ihm auch nur eine Chance hast, wenn er dich persönlich als Mensch mag und es 0,0 darauf ankommt, wie du fußballerisch bist. So, das beste Beispiel, was man dazu auch noch nennen kann, ist ein Louis Schaub. Jeder, aber auch wirklich jeder einzelne Köln-Fan, den ich kenne, sagt, boah, Louis Schaub ist ein Riesenfußballer, wie kann der FC so einen abgeben? Und das ist so, das ist einfach so. Beim FC werden so Leute abgegeben, Digga. Das ist einfach Fakt. So, und der kommt zwar jetzt im Sommer, Stand jetzt, von der Leihe wieder, aber er wird auf jeden Fall keine Chance bekommen. Und genauso ist es auch mit den Spielern, die aktuell da sind. Du holst einen Max Meyer und sagst dann, ja, aber der hat ja keine Spielpraxis, der hat keinen Rhythmus, der ist noch nicht so weit. Ja, Digga, wenn du den Mann nie einsetzt, wann will er denn Spielpraxis bekommen, Alter? Wenn er im Training neben dir steht und einen Ball hochhält, oder wann kriegt er Spielpraxis, Alter? Junge, mir geht einfach dieses ganze Geheuchlerische auch immer so auf die Eier, Digga. Das ist einmal, wie man mit den Spielern umgeht und das andere ist, dass der Gießen und der Held sich gefühlt jeden Tag gegenseitig einen kauen, Digga. Das kann einfach nicht sein, Alter. So, im Endeffekt weiß ich jetzt schon, ich nehme es direkt nach dem Spiel auf, dass wieder gesagt wird, ja, aber wo es 3-1 stand, wenn wir die Chance reinmachen, dann sind wir gar nicht so weit weg. Irgendwas wird wieder gesagt, Digga, um sich die ganze Scheiße wieder schön zu reden. Und dann, so kann man einfach keinen Profifußballclub führen, Digga. Ich stelle mir einfach seit Wochen die Frage, wie wir erste Bundesliga spielen können. Dass das Umfeld, der Verein, die Fans in die erste Bundesliga hören mit Abstand. Da sind wir, glaube ich, locker Top 5 in der Bundesliga, was Fans und der Verein und das Umfeld und alles angeht. Aber Digga, es kann doch nicht sein, dass du nur alle 4-5 Wochen mal eine gute Leistung bringst und jede Woche nach einer schlechten Leistung immer gesagt wird, ja, der Spieler muss zum Rapport, der Spieler muss zum Held, mit dem Spieler müssen wir ein Gespräch führen. Digga, jeder wird in Frage gestellt, aber nicht der Trainer, Digga, nicht der Trainer.
Ich bin auch kein Freund, immer auf den Trainer draufzuhauen. Aber bei uns ist es doch offensichtlich. Es gibt keinen Verein, wo es so offensichtlich ist wie bei uns. Selbst bei Schalke nicht, Digga, weil die schon vier Trainer hatten und es überall nicht funktioniert hat. Bei uns, bei keinem ist das so offensichtlich. Man muss doch auch mal sehen, die Siege, die geholt worden sind, wie gegen Dortmund, wie gegen Gladbach. Wir haben zum richtigen Zeitpunkt gegen diese Mannschaften gespielt, wo die am Boden waren, Alter. Und dann haben wir da knapp 2-1 gewonnen. Ja, wow, Digga. Stell dir einen Blumenpott, Alter, auf deinem Balkon, du. Mein Gott, Alter. Ich kann das nicht verstehen, Mann. Ohne Scheiß. Wir sollten bald einen Antrag einreichen, dass wir den Verein umbenennen von 1. FC Köln in 1. FC Kamelleboot, Alter, weil die kein bisschen mal in der Lage sind, konstant mal ihren Job auszuführen, Mann. Ich habe das schon 100 Mal gesagt. Ich arbeite im Lager. Wenn ich jeden Tag mich von 6 bis 9 hinsetze und erst danach arbeite, fragt mich auch jeder, Fabio, was ist denn mit dir los? So. Beim FC ist das egal, wenn wir jedes fünfte Spiel Leistung bringen, ist das okay. Wenn wir über den Strich stehen, dann reicht das. Digga, du kannst doch nicht immer nur vom aktuellen Punkt aus leben, Alter. Nur weil du über dem Strich stehst, du musst doch auch mal ein bisschen zukunftsbasiert, ein bisschen mal überlegen, was du machst. So, keine Ahnung, ich habe auf der Arbeit 1860 und Aachen-Fans, die sagen immer, ja, komm mal in unsere Situation. Köln-Fans sind nur am Meckern. Aber Digga, das hat doch nichts damit zu tun, ob ich jetzt in der ersten Liga, in der Regionalliga oder Kreisliga A spiele. Du musst doch irgendeine fußballerische Philosophie haben, Digga. Du musst doch für irgendwas stehen. Bei uns ist so gefühlt alles, was offensiv ist, ist irgendwie mit Zufall, Digga. Irgendwie mit Glück. Das Tor jetzt gegen Bayern war auch Glück, Digga. Auch das von Drexler war auch Glück, nur weil Bayern gepatzt hat. Also mal wieder aus eigener Kraft nichts erreicht. Natürlich, gegen Bayern, okay, da müssen wir auch nicht die Punkte holen. Aber das letzte Spiel gegen Stuttgart, Digga. Hinspiel gegen Bremen, da wo wir mit Glück 1-1 holen. Digga, wir spielen so ein Antifußball, wo wir nur mauern, auch gegen Stuttgart und gegen Bremen, Alter. Wenn du das gegen Bayern, gegen Frankfurt, Leverkusen, Gladbach, Dortmund, gegen die Top 6, 7, 8 Teams in der Bundesliga machst. Sag kein Mensch was, Digga. Da kannst du defensiv spielen, da kannst du mauern. Aber du kannst doch nicht gegen Bremen, gegen Stuttgart, gegen Hertha, gegen Augsburg, gegen die alle mauern, Alter. Das kann doch nicht sein. Junge, du kannst mir doch nicht erzählen, dass du, wenn du ein Sali Özcan hast, Kapitän deutsche U21-Nationalmannschaft, Jakobs, deutsche U21-Nationalmannschaft, Meret, damals U21-Nationalmannschaftskapitän bei Spanien und Europameister mit denen geworden. Nen Duda, nen Dennis, du kannst mir doch nicht erzählen, dass du mit diesen Spielern keinen Fußball spielen kannst. Dass du mit so Spielern nur zerstören kannst. Schwöre, ich könnte mich richtig hinsetzen und jeden Tag weinen. Einfach weinen. Und da bringt mir auch nichts, dass wir 14. sind. Einfach, weil die haben einfach nichts aus der Vergangenheit gelernt, Alter. In der Vergangenheit war es auch immer so. Wenn du dann mal eine Saison hattest, wo du 13., 14. knapp geworden bist, wurde immer gesagt, ja, wir haben alles erreicht, was wir wollten. Super Saison, wir haben die Klasse gehalten. Digga, ich vermisse einfach dieses Feuer, Digga. Wir haben 0,0 Feuer. Die sind kein bisschen ehrgeizig, Digga. Aber ich kann es den Spielern auch nicht verübeln, wenn du so einen Trainer hast, der dir einfach sagt, nö, wir spielen kein Fußball, wir zerstören einfach alles. Wir stellen uns hinten rein, knallen den Ball nach vorne, Dennis, der macht schon irgendwie was. Und dann, um das ganze Video hier abzuschließen, ich habe die Tage, ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich es gelesen habe, dass unser Vizepräsident im Kölner Zoo beim Geißbock war und den Geißbock gefüttert hat. Digga, ich schwöre dir, da hätte ich am liebsten meine Zeitung angezündet und noch irgendwas anderes mit angezündet, Digga. Junge, die kümmern sich um jede verfickte Scheiße, aber anstatt die einfach mal sich um das Wesentliche kümmern, um den Fußballclub kümmern, Digga. Dass der Verein mal vorankommt, dass die mal auf den Tisch hauen und sagen, Digga, wir haben kein Konzept. Sowohl unser Trainer als auch unser Sportdirektor, Digga. So, du bringst zum Beispiel ein Emanuel Dennis gar nicht in die Situation, wenn du den einfach früher holst. Aber wenn du die ganze Winterpause wartest und dir die ganze Zeit denkst, ja, was für einen Stürmer brauchen wir denn überhaupt?
Sollen wir uns wieder irgendeinen Schrank holen, den wir einfach nur vorne reinstellen? Oder sollen wir vielleicht nach Jahren jetzt mal überlegen, ja, wir könnten auch mal einen kleinen Schnellen holen, der ein bisschen dribbeln kann. Dann holst du den, aber passt nicht deinen Spielstil an und versuchst Fußball zu spielen und einen schnellen, agilen Mann in das Spiel einzubauen, sondern du klopfst immer noch hohe Bälle, als wäre Modest oder Arrocadare da vorne drin. Sehr gut, Digga. Also manchmal frage ich mich wirklich, warum man für sowas alles einen Trainerschein braucht, weil ehrlich, Digga, das kann ich auch ohne Trainerschein. Wirklich, also da fällt mir überhaupt gar nichts mehr zu ein, Freunde. Ich glaube, ich könnte wieder noch 3 Stunden ausrasten. Ich habe gar keinen Bock mehr. Ich hoffe, dass wir gegen Bremen und gegen Union auch verlieren und von mir aus danach noch ein Spiel, damit wir endlich einen neuen Trainer kriegen, Digga. Das kann einfach so nicht weitergehen, Mann. Und das ist abgesehen von dem Bayern-Spiel. Wie gesagt, versteht mich nicht falsch. Ich erwarte nicht, dass man nach München fährt und da gewinnt oder einen Punkt holt. Bayern ist eine Klasse für sich in der Bundesliga. Das muss hier nochmal klar gesagt werden an dem Punkt. Aber einfach das ganze Auftreten, Digga, das geht mir einfach so auf den Sack, Digga. Da kann ich und jeder meiner Freunde hätte auch Fußballprofi werden können, Digga. Das kann jeder von uns genauso spielen. Schreibt es mal gerne unten in die Kommentare, Freunde, was ihr von dem Spiel, wenn ihr wollt, aber auch einfach mal allgemein von dem Ganzen halt. Wie seht ihr Gisdol? Wie seht ihr Held? Denkt ihr, das hat mit den beiden Zukunft? Denkt ihr, wir haben irgendwie ein Konzept? Und schreibt mir auch mal gerne rein, was ihr denn glaubt, so wenn wir die Klasse halten würden, wie es überhaupt weitergeht. Weil du hast kein Geld, du hast keine Perspektive, was willst du denn machen? Naja, Freunde, lasst mir trotzdem gerne positive Wertung da. Ich habe schon wieder radikal Puls. Ich könnte mich schon wieder ins Bett legen und weinen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten FIFA oder FC Reaction Video dann wieder. Ich wünsche euch auf jeden Fall allen noch ein schönes Restwochenende. Das Video wird dann wahrscheinlich am Sonntag online kommen. Und ich würde sagen, ich bin raus. Haut da rein, euer FIFA Plays.de. Ciao, ciao.